Ich habe da was gesehen und das würde ich gern mal nachbasteln. Also, wenn du neu auf diesem Kanal bist, scheren, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken und dann wie gesagt, let's do it. Genau, und zwar habe ich letztens den neuen Batman-Film gesehen und da kommt eine Frau drin vor, die sollte jeder anderen Frau bekannt sein, und zwar Catwoman. Und diese hatte sehr interessante Nägel. Ich würde sie mal beschreiben als eine Mischung aus Mandel und Stiletto, aber natürlich sehr, sehr spitz, denn es ist ja Catwoman und es dient ihr als Waffe. Diese Nägel wären auch perfekt geeignet als Selbstverteidigungswaffe. Also wenn ihr nachts mal joggen geht und ein bisschen Angst habt oder so, dann ist das natürlich das Richtige für euch, denn damit schlagt ihr jeden in die Flucht auf jeden Fall. Also, ich warte jetzt mal, bis Franzi hier gleich runterkommt in mein kleines Studio und dann legen wir direkt mal los mit einem Catwoman-Nagel. Das wäre super. Check, check, mic, check, mic, check, one, two, one, two. Checky, check, check. Also, Schablone vorbereiten. Zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ich habe ja letztens schon ein Video gemacht. Guckt da noch mal rein, wenn ihr es genau wissen wollt. Ansonsten mache ich das jetzt hier ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wir werden auf jeden Fall auch einschneiden. Das heißt, wir gucken erstmal, wie das Ganze passt. Schablone sollte ein bisschen nach unten sitzen. In dem Film hatte die auch so leicht nach unten. Soll ja eine Waffe sein eigentlich, ne? Deswegen guckt ihr es ein bisschen nach unten, damit sie besser krallen kann. Miau. So, ich schneide die hier ein und ich schneide die hier ein. Schnitt setzen, kann natürlich auch größer ausfallen, aber das sollte passen. Auf beiden Seiten möglichst gleich. So. Gucken, ob das passt. Natürlich gucken, dass diese Ecken hier möglichst auch hier perfekt passen. Das sieht schon ganz gut aus. Kannst deinen Finger ein bisschen drehen, dass das gerade. So. Ja, sehr gut. Und dann kleben wir das Ganze schön zusammen. Die Spitze sollte auch geschlossen sein hier vorne, weil das wird ja so ein. Ja, so ein halber Stiletto würde ich jetzt fast mal sagen. Jetzt sehe ich, dass ich auf der Seite hier noch ein bisschen einschneiden kann. Nach unten guckt sie auch. Sie? Sie, die Schablone. So. Müssen wir gleich natürlich gucken, dass wir den Aufbau auch einen Tacken höher setzen. Aber wie gesagt, es ist ja eine Waffe und die sollte gut verstärkt sein. Und wir werden auch das Ganze so spitz wie möglich machen. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber wir arbeiten hier mit The Jail Bottle Gelen. Daher Haftungsstufe 3 werde ich hier mal anwenden. Guckt einfach mal auf den YouTube-Kanal von denen, da bin ich auch zu sehen. Da werden die nochmal erklärt, die Haftungsstufen. Also einmal mit Aceton schön reinigen. Ich gehe nochmal mit Rosenholzstäbchen und auf Zillette durch die Ecken, um überall den Staub rauszukriegen. Und dann bei dem Jailpot
den wir heute benutzen werden, brauchen wir auf jeden Fall den Clear Rubber Base als Untergrund oder den 2-in-1 Base. Und den tragen wir jetzt hier einmal dünn auf. Den Base, der ist relativ dickflüssig, den können wir auch noch ein bisschen mit auf die Schablone nehmen, damit das Ganze auch noch ein bisschen verstärkt wird direkt. So, können wir schon mal hier so bis zur 1 ungefähr das Ganze mitnehmen. Und dann kommt er zum Aushärten für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe. Zeigefinger beim Aufbau immer einzeln rein, aber das passt jetzt ja erstmal. Aber das weißt du ja, ne? Ich halte den extra gerade hoch. Sehr gut. Meine Frau kennt das schon. Wir müssen auch noch das Jugendspezialvideo machen. Safe, ja. Safe, Digga. Ich weiß nicht, ob man Digga noch sagt. Digga, ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Digga sagt man nicht mehr. Bro. Brudi. Brudi? Brudi? Sagt man Brudi nicht mehr? Man sagt Brudi. Hat man Brudi vor Corona gesagt? Hat man Brudi überhaupt schon mal gesagt? Ja, Mann. Safe. Safe. Okay. Wenn du was hast. So, Aufbau. Mal erstmal eine dünne Schicht von dem ganzen drauf. Wir würden hier kein Design arbeiten oder so, weil in dem Film war das auch alles Make-up-mäßig. Und ich glaube, es war auch eine Mattversiegelung drauf. Hat man nicht so ganz erkannt. Also es gab keine Nahaufnahme. Und auf jeden Fall schön lang und etwas spitzer das Ganze. Wir werden es gleich auch noch pinchen. Deswegen kommt das Gel gleich nur noch kurz in die Lampe, für so 10 Sekunden. Erstmal eine dünne Schicht, um das Ganze gleich zusammenzudrücken, also um das Ganze zu pinchen. Oder ach komm, wir machen es bis zu 4. Was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Natürlich an den Seiten auch ein bisschen drüber gehen. Über die Linie, bis wohin ihr gehen wollt. Und jetzt zurück mit deinem Kopf. Denn meine Birne sind wild. Nur die Haare. Denn es ist einfacher, was wegzufeilen, als wieder was dran zu basteln. Deswegen ein bisschen länger. Der kommt dann mal für 10 Sekunden in die LED-UV-Lampe. Die von The J-Pod hat einen 10-Sekunden-Timer, haben ja die viele Lampen heutzutage. Der ist hier perfekt. Und dann hole ich mal meine Pinch-Zepter raus und meine Pinch-Klemme. Ich bin vorbereitet, das hätte auch schon alles da liegen können, ne? Das stimmt allerdings, hast du recht. Bist du schlau, mein Schatz? Manchmal, ne? So, schon mal ein bisschen. Den Nagel aufs Pinschen vorbereiten. Damit wir einen schönen Tunnel kriegen, weil der Tunnel ist auch sehr wichtig für die Stabilität und das Ding soll ja richtig stabil werden. Stabil, sagt man das? Also stabil. Stabil. Stabil sagt man aber in einem anderen Zusammenhang. In welchem?
Das ist so stabil ist. Ist stabil nicht wie geil? Stabil ist. Ich habe es am Dienstag noch beim Volleyball gehört. Der hatte 5 Bälle in Folge bei einer Angabe richtig gut rübergebracht. Ich so, also geil. Stabil. Also geil. Ja, ich glaube eher so in Richtung kontinuierlich stabil. Stabil. Ja, sagt das Wort ja, stabil. Es ist ein Positiv. Es ist stabil, Mann. Safe. Safe. So, jetzt noch das Ganze aufbauen hier. Erstmal eine dünne Schicht drauf. Und dann kommt der Aufbau drauf. Ich werde hier mal einen 2-Schichten-Aufbau machen, sonst wird es zu dünn. Wieder schwebend arbeiten. Ich habe schon mal ein Aufbauvideo gemacht. Guck da nochmal rein. Ich erkläre es jetzt nochmal schnell. Also auf jeden Fall fange ich hier am Apex an. Gehe dann leicht nach hinten. Und dann arbeite ich mich schwebend mit dem Pinsel nach vorne. Ich berühre nicht den Nagel, sondern ziehe und schiebe das Gel nur hin und her. Und das mache ich dann bis vorne zur Spitze. So, Trick 17, einmal umdrehen den Finger. So läuft die ganze Suppe nach unten in den Apex. Und ihr habt später nicht so viel Pfeilarbeit. Und die Verstärkung sitzt dann natürlich auch besser. Nochmal von vorne gucken, nicht dass es zur Seite kippt. Drehen wir um. Und dann rein in die Lampe. Auch wieder für 60 Sekunden aushärten. Und dann kommt noch eine Schicht drauf und dann wird schon gefeilt. Nächste Schicht auch wieder erstmal dünn. Eine Schicht auftragen. Das ist unsere Gleitschicht. Das lässt sich dann besser verteilen, das Gel, wenn ihr die auftragt. Und dann versuche ich diesen Bereich hier noch ein bisschen zu verstärken. Bruchstelle und so, ihr kennt das ja. Ich frage auch immer wieder, wie viele Leute, wie ich sehe, wo noch Gel fehlt und wo noch was hin muss. Das seht ihr immer ganz gut an den Spiegelungen eurer Lampe, wo ein Huckel ist und wo nicht. Also schafft euch am besten so gerade Lampen wie ich an, weil dann habt ihr auch eine gerade Spiegelung und so seht ihr auch, wo noch Gel fehlt und wo nicht. Denn wenn ihr den Finger so ein bisschen bewegt, sieht man, wo ein Huckel ist. Und dann einfach noch ein bisschen Gel auftragen, wo halt so ein Huckel ist und noch mal ein bisschen verteilen und dann passt das eigentlich auch schon. Und rein damit. So. Und dann hätten wir den Aufbau schon erledigt. Als nächstes werden wir das Ganze nachfeilen. Dann gucken wir mal, dass wir es so spitz wie möglich hinkriegen. Das heißt, entweder mache ich eine Versiegelung oder ich poliere den Nagel. Mal gucken, bei einer Versiegelung ist es halt so, dass ihr den Nagel nicht richtig spitz hinkriegt. Oder bei einer Versiegelung nochmal nachfeilen. Zeige ich euch aber gleich.
So, haben wir unseren Nagel. Jetzt natürlich nachfeilen. Und ich nehme dafür eine 180-120er Feile. Und später feile ich nochmal mit einem feinen Buffer 180er Körnung nach. Aber machen wir hier hinten erstmal die an der Nagelhaut ein bisschen was weg. Nagelhaut kürze ich erst nach dem Nachfeilen, beziehungsweise vor dem Versiegeln. Oder wenn ihr eine Farbe drauf machen wollt, vor dem Farbe auftragen. Weil da könnt ihr den Kunden natürlich noch ein bisschen verletzen. Wenn ihr die Nagelhaut vorher schneidet, ist sie empfindlicher. Und deshalb würde ich die immer nachher schneiden. Wir wollen ja hier so eine halbe Mandel machen. Jetzt hier erstmal die Seitenlinie fertig, die untere. Auch schön den Nagel hier oben stützen, nicht dass der so nach oben biegt. Könnte unangenehm für die Kunden sein. Und dann verbinde ich diesen Punkt mit dem hier, indem ich einfach nur gerade nach unten feile. Einfach nur so gerade nach unten, bis sich die Fläche richtig geglättet hat. Überall, wo es glänzt, muss noch gefeilt werden. Natürlich so langsam der Formendspurt. Vorne noch ein bisschen runtergehen, damit der so ein bisschen krallenförmig wird. Das Ganze noch ein bisschen verschlichten, indem er komplett hier rüber geht einmal. Ansonsten habt ihr hier so eine kleine Kante, die wollen wir natürlich nicht haben.
So, einmal abstauben das Ganze. Nochmal kontrollieren, drehen wir um. Müssen wir von der anderen Seite gucken. Ganz, ganz wichtig bei so langen Krallen ist natürlich auch immer von der Kundensicht einmal drauf zu gucken. Denn es ist bei so langen Nägeln wichtig, weil der muss natürlich auch perfekt mit dem Finger gerade laufen. Das muss gerade aussehen und deshalb ist dieser Blick extrem wichtig. Zum Schluss kommt dann auch nochmal der Fräser zum Einsatz und zwar mit dem blauen Diamantbit und der Umdrehung 8000, so zwischen 8 und 10.000. Und dann gehe ich noch einmal an der Nagelhaut entlang und versuche noch kleine Hautfisselchen zu entfernen, die vielleicht durchs Feilen entstanden sind. Ist das erledigt, nehme ich dann meine Nagelhautschere und schneide noch die überschüssige Nagelhaut etwas weg. Franzi hatte hier an der linken Seite ein kleines WW und deswegen nur etwas vorsichtig entlang gegangen und die Nagelhaut ein bisschen entfernt. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, das vernünftige Entstauben des Nagels, denn jedes Staubkörnchen bricht euch jedes Genick, wenn ihr dann versiegeln wollt oder den Nagel lackieren wollt. So, versiegeln werde ich das Ganze mit der Mattversiegelung. Sufke. Während Franzi sich den Wein reinkippt, versiegle ich den Nagel und ich benutze hier die Matt-Top-Versiegelung von The Gel Bottle. Die ist ohne Schwitzschicht, also nur 60 Sekunden aushärten und fertig. Ja, dann muss ich vorlaufen. Dann musst du dich anheften und ich laufe vor. Mhm. Tu mal rein. Leg mal rein. So, jetzt nochmal ein bisschen Feinschliff hier. Mit einer feinen Körnung. Denn so kriegt man es besonders spitz hin. Auf jeden Fall die Versiegelung nochmal nachfeilen, weil hier vorne bildet sich dann so ein kleiner Tropfen, der das Ganze dann ein bisschen entschärft. Hängt das da alles drunter, ne? Boah. Wohin umdrehen? Ja, wie denn umdrehen? Ja, du kannst keinen Handstand machen. Weiß ich? Ja, lass mal so wie sagen, ne? Jo. Spitz genug ist er. Die Form gefällt mir auch ganz gut. Natürlich kriegt man das mit einer Schablone nicht so schön krallenförmig hin, da müsste man einen Krallentipp nehmen. Aber so sieht das doch schon ganz gut aus. Krallentipp? Ja, es gibt Krallentipps. Ohne Scheiß. Die gehen dann so nach unten, weißt du? Wie so eine Kralle. Wie so Schaufeln. Ja. Wie so Baggerschaufeln. Wie so Baggerschaufeln. Okay. Es gibt die sogar für Füße. Und das soll es auch schon gewesen sein mit unserer kleinen Selbstverteidigungswaffe. Also, wenn ihr mal Lust habt, das Ganze nachzubasteln, schickt mir doch mal ein Bild bei Instagram oder verlinkt mich darauf, dann schaue ich mir das sehr, sehr gerne mal an. Also, ich würde sagen, Share, teilen, liken, abonnieren. Produkte sind unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris.